Oh, wir können sogar das Inventar öffnen. Oh, hoffentlich kommen wir jetzt weiter. Ich bin schon froh, dass wir jetzt weitergekommen sind. Psst, ich will wissen, wie es weitergeht. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen, nämlich welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Hä? Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Ich glaub's dir ja. Warte, nein. Nein, nix da. Lass uns weitermachen. Gern. Ja, nix da. Zeig nochmal. Was steht da denn? Lasset uns die Sitzung beenden. Das führt doch zu Das ist doch nichts. alles. Ich verstehe. Was sollen wir denn jetzt ganz schnell machen? Sag mal, Goal mal eben. Geht das? Deswegen habe ich auch gerade eben geguckt, ob ich das Inventar öffnen kann. Aber wozu, wenn das überhaupt geht? Ne. Hast du mich denn jetzt wieder hingeschleppt? Und wer ist das Pfeifenkopfmännchen? Das ist der Seher. Wie sehr? Sehr, sehr, denke ich. Sehr, sehr? Achso, wie sehr? Sehr, sehr. Okay. Oh, ich spüre eine neue Aura. Und gleich spürst du auch noch das dazugehörige Aua. Ich habe keine Lust, mir irgendwelches Esoterik-Huppi-Fluppi anzuhören. Es ist auch mehr so eine Partnerberatung. Eine was? Komm schon, sowas ist lustig. Und ich wollte gerade eine neue Frage stellen. Ah, guck mal jetzt. Jetzt sag nicht, jetzt ist alles. Jetzt wird alles. Jetzt ist. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Jetzt muss es ja anders, Ich oder? sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Ah, Weg vor euch okay. liegt. Okay. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Okay, sie sagt wenigstens noch was. Na gut. Wie war das gleich? Mit zusammenkommen. Bevor ihr muss jeder von euch. Ja, und was sagt Gold wieder dazu? Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück. Ich verstehe jetzt gerade echt nichts, aber okay, wir Wie machen war das weiter. gleich mit unserer Gesundheit? Das wird alles wieder Oh, dasselbe. das willst du gar nicht wissen. Ich Glaub muss euch mir. dringend raten. Ja, Das fernzuhalten. reicht. Das Maß ist endgültig voll. Wow. Na, was ist jetzt? Siehst du immer noch große Schmerzen? Das müsstest du eigentlich. Sie kommen geradewegs auf dich zu. So warte doch. Das war nur ein Krampf. Ich werde wohl langsam zu alt für dieses Yoga. Euch wird es natürlich super gehen. Vorausgesetzt, ihr achtet auf euren Blutdruck. Irgendwie bin ich schon viel ruhiger. Boah, ist die aggressiv, ey. Ja, krass. Lebens. Was? Das ist gar nicht mehr so ein Lebensabend. Boah. Wie war das gleich mit unserem Lebensabend? Jetzt muss der ja was Positives sagen. Ich weiß auch nicht. Die Kugel ist auf einmal ganz dumm. Das passiert. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Was geht Einen das schon Moment. wieder los? Ja, warte mal, jetzt müsste der ja. Jetzt Wie müsste war der das ja. gleich? In unserer Zukunft. Ich sehe, dass noch ein langer Hä? Besch. Gerade eben hier. Also langsam macht. Darf ich meine klatschen? Ja, aber. Wenn jetzt noch was nehmen, dann klatscht die den ein, oder was? Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Mein Reden. Wenn ich mir den Mist nur eine Sekunde länger hätte anhören müssen, wäre mir sicher der Kragen geplatzt. Beehrt mich bald wieder, aber lasst euch ruhig Zeit damit. Was? Tut mir leid, ich bin jetzt gerade Ich sehe total aber. verwirrt, ey. Ich. Das war's. Ja, warte, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Was ist jetzt mit den Lottozahlen? Also, was ist jetzt mit Hey, Lotto? alles gut. Kommst du mit? Er wohnt. Ein Wasaborn? Warum sollte ich mir von einem dahergelaufen? Ich glaube. Wow, jetzt hat das alles nichts Ich gebracht. meinte eigentlich dich. Oh. Jan? Ist das so eine Art schmutzige Metapher? Nein, wörtlich gemeint. Schade. Weiter geht's. Mal ganz kurz hier wieder umprogrammieren. Zack, das Hey, war's. kommst du Ein Wort? Und wir sind wieder da.
Man sollte eben nie zu enge Unterhosen tragen. Zum Glück gibt es Pillen, die... Oh, da kommt er. Zum Glück des... Worüber habt ihr geredet? Ja, okay. Das ist das. Ich hab doch nur gesagt, das ist doch alles Reibach, du hältst die Kugel falsch herum. Ich hab doch nicht, lass uns die Sitzung beenden. Gedrückt. Oder das mit den Leuten zahlen ist ja auch nicht mehr. Wie war das? Ich das noch... Falsch. Ey, ich verstehe nicht. Das ist doch alles Reib. Okay, ja, ja, ja. Ja, ich guck ja. Wieso riecht's hier? Nach Banane. Ich riech Bananen. Ich hab keine Bananen. Oh, nicht doch schon wieder. Dieses Mal wird es besser. Und hier kommt schon die neue Frage. Ach hier, wie war das gleich mit unserem Reichtum? Wie war das gleich? Das war ja die Frage. Ihr werdet reich. An Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Das ist doch... Pass auf, ihr haut ihn ja gleich ein. Wir machen das jetzt die ganze Zeit, bis ihr den einen rüberhaut. Wie war das gleich? Jetzt haut ihr den einen rüber. Oh, reich. Voraus. Das reicht. Das Maß... Ja, aber was bringt das? War? Na, was ist? Wir wollen die Lottozahlen hören. Ah. Sonst zeige ich dir gleich mal, was man alles aus Eingeweiden lesen kann. So warte doch. Ich habe noch nicht alles gesagt. Die Kugel verrät mir die Zahlen zwar nicht, aber sie sagt, sie stehen in den Sternen. Das hilft euch sicher weiter. In den Sternen? Bitte nicht schlagen. Wenn sich dein Tipp nicht auszahlt, dann wirst du bald Sterne sehen. Das verspreche ich dir. Oh, in den Sternen, okay. Okay, das war's. Ah, sieh einen an. In den Sternen, da will ich mal ganz schnell jetzt aber mal zum Nordpol. Und, weil die Sterne sind so komisch angeordnet. Guck mal, Rufus, kannst du da was erkennen? Der Guru sagte, die Lottozahlen stehen in den Sternen. Was meinte er wohl damit? Was weiß ich? Was? 4, 8, 5... Das war gemein. Ah, vielleicht meinte er das. Ja, so schnell konnte ich jetzt auch nicht. Mal ganz kurz noch einmal. Hallo? Hallo? Da oben. Der Guru hatte... 4, 8, 15, 16, 3... Jetzt tut es mir... Die letzte habe ich jetzt nicht. So. Der Guru... 4, 8, 15, 16, 23, 42... Jetzt tut es mir fast leid, 4, was 8, ich auf sein Diplom im Vorraum gekriegt... Letztes Mal und dann gehen wir los. Jetzt tut. Na gut. So, bin mal ganz kurz still, sonst vergesse ich das nachher noch. Was mir auffällt, es kommt jetzt gar nicht mehr die Zähne mit dem, das Verfahren. So, muss ich mir die jetzt merken? Lotto spielen hat nicht, sondern. Okay, na gut. Ja. Wir haben beim Lotto gewonnen. Ja, jetzt, ja. Hey, hey. Unsere Torpedo-Ausrüstung hier. Wir haben beim Lotto gewonnen, hey. Mal ganz kurz hier. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun, sondern nur damit, einem Wahrsager körperliche Gewalt anzudrohen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Hey du, ich möchte meinen Gewinn abholen. Ich... Yeah! Danke! Geht doch! Dafür war der Scanner. Oh, geil, es geht jetzt gerade voran. Das glaube ich ja nicht. Es geht voran. Nein, nicht an Deck. Ah, hast du ein Rad ab? So. Hm? So. Mal ganz kurz überlegen. Isla. Lalalala. Okay, Gold steht immer noch drauf? Nein. Ah ne, das ist ja jetzt die Krawallgold, wenn ich mich nicht irre. Jetzt ist es die Babygold, dann möchte ich einmal von dir, dass wir nicht im Menü gehen, sondern... Hey! Dass du dich da drauf stellst. Danke. Bleib's. Und jetzt bitte das auch noch dranhängen. Oder so ähnlich. Nein, weh, du gehst jetzt. Das ist mir einer, Rufus. Reiner. Rufus, ey, du bist mir einer. Hier, das wirst du brauchen.
Hey, wir haben ja Lotto gewonnen. Ja, haben wir. Wie standen wohl die Chancen? In etwa so hoch, wie von einem Blitz getroffen zu werden. So viel Glück, kaum zu fassen. Okay, Sender, Funkmast und... Oh, Goal. Oh Mann, die Ärmste. Hey, das hat ja richtig gut geklappt. Was hat gut geklappt? Hast du denn gar nicht auf, wenn ich hier mein Leben riskiere? Sorry. Ich muss kurz geblinzelt haben. Ja gut, er macht's ja gar nichts aus. Hey, alles gut? Nicht wirklich. Ich habe... Ja, sie sagt auch nichts weiter. Okay, ja gut. Sie kann das locker wegstecken. Boah, wiu, machst du jetzt die ganze Zeit? Jetzt haben wir die Torpedo-Ausrüstung, haben wir auch noch. Haben wir jetzt alles beisammen eigentlich? Mal ganz kurz mit Doc hier. Ah, gibt es schon eine Sprecharbeit? Was machen wir hier noch gleich? Der Empfänger ist modifiziert. Ja. Du musst ihn nur noch auf dem Funkmast installieren. Ach ja. Hä? Haben wir doch. Pass auf, wir machen das jetzt mit dem... Torpedo. Da hinten, Portafisco. Torpedo-Ausrüstung, guck mal, was ich so Schönes für euch habe. Alle dressierten Meeressäuger, die bereit sind, mit Torpedos auf meine flüchtige Freundin zu feuern, Flossen hoch. Das ist was eine Menge. Oh, yeah. Bitte nicht auf mich. Macht Papa stolz. Okay. Wo sind die hin? Ja gut, wir müssen jetzt gucken, wo sie ist. Also wo... Ja. Wo was ist. Er ist doch jetzt installiert. Was jetzt? Mit Boso mal eben drehen? Alles klar. Eigentlich. Über das erstmal. Wie geht es hier? Der Funkmast ist präpariert. Die Torpedo-Delfine sind startklar. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt bereit, deine Freundin zurückzuerobern. So wie du das sagst, klingt das richtig romantisch. Oh Himmel. Ich fange langsam an, diese Dinge als normal hinzunehmen. Ja, und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Die Torpedo-Delfine sind bereit und ich kenne die Position des Tauchboots. Yeah. Na, dann wollen wir mal. Das Kriegsboot. Die Jagd kann beginnen. Ich muss nur einen einzigen Delfin in das Planquadrat des Tauchboots schicken und dann... Oh, ein Rätsel. Eieiei. Okay. Können wir hier welche auswählen? Ah, hier mit. Ja, ich guck gerade mal hier ein bisschen. Neuer Start. Was passiert denn jetzt, wenn ich so mache? Ah, das ist das Boot. Okay. Ja, ich drück nach vorn. Ach so, ich verstehe. Nach vorn. Nach rechts. Nach links. Nach links. Geradeaus. Geradeaus. Mal ganz kurz gucken. Nach rechts. Geradeaus. Wir haben sie gleich eingesetzt. Nach links. Geradeaus. Geradeaus. Okay, wir haben sie bald eingefangen. Ich fahr mal mit dem weiter hoch. Ich dreh mal. Wartet. Nach da. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt sag nicht, der fährt uns gleich hier. Na! Jetzt ist er weg. Mann, hätten wir ihn fast. Ich muss gerade immer konzentrieren hier, dass ich richtig drehe.
Da oben war eigentlich super. Ah, okay. Ich dreh den mal nach unten. Drehen? Ja, pass auf, ich dreh die mal. Drehen. Nach vorne. Nach vorne, nach vorne. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Nee. Ich dreh den mal direkt. Muss gerade ganz schön aufpassen, dass ich richtig drehe. Okay, jetzt gleich haben wir... So, einmal drehen. Nach... Da, nach da. Sieht sehr gut aus. Ja, er hat jetzt keine Chance mehr. Ja, es ist, das schafft er nicht. Aha. Das war, glaube ich, ein guter Schachzug. So. Und. Er kann seitlich springen. Ich glaube, es hackt. Das glaube ich ja jetzt nicht. Den lasse ich jetzt aber nicht entwischen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, sicher kann der seitlich springen. Aber das hält uns nicht auf hier. Ja, was mache ich jetzt? Genau. Was? Jetzt dreht er sich nach da. Ah ja, der kann seitlich springen. Oh, das ist... Das muss ich jetzt im Hinterkopf behalten. Was geht denn wieder nach oben? Aber ist doch mal eine Abwechslung, hey. So, dich würde ich gern... Na, ob das jetzt gut ist? So, den würde ich nämlich gern... Oh, was macht der denn da? Soll ich jetzt nach vorne gehen? Ich gehe jetzt nach vorne. Na? Das sieht doch gut aus. Aber pass auf, der springt gleich wieder irgendwie. Der kann doch jetzt gleich wieder... Jetzt springt er doch sicher wieder hier im Kreuz. Ja, habe ich mir doch gedacht. Dass der hier so über Kreuz springen darf, das finde ich gemein. Oh, falsch herum. Ah nein, jetzt müssen wir zwei Züge da. Oh, ich bin in der Wand geknallt. Oh, das ist doch... nach dort, nach dort, nach dort. Das geht nicht. Pass auf, wir machen einen Neustart. So, Neustart. Wir sammeln uns. Er wird ja jetzt wohl wieder nach oben gehen, oder nicht? Dann versammeln wir uns. Ne, jetzt geht er nach unten. Okay, das ist also... Es ist also jetzt alles nicht geplant, oder? Doch, er geht jetzt wieder da lang. Nee, hä? Er wechselt doch ab und zu mal. Das ist so gemein, wenn er so seitlich springt. Ich glaube, hier müssen wir den hinbekommen. Soll ich den jetzt nach oben, oder? Guck mal, wenn er hier ist, dann springt er wieder dahin. Es sei denn, er macht mal einen Patzer. Was soll ich denn jetzt machen? Guck mal, der kann einfach... Und ich brauche immer wieder einen Zug. Guck mal, wenn wir seitlich springen können, könnten wir den einfach... Müssen wir als Delfine nicht viel wendiger sein? Nein, falsch herum! Nein! Das war ein Fehler. Was mache ich denn da? So, da kann er jetzt nicht hinhüpfen, weil wir nämlich uns dahin ausrichten. So, den hier würde ich ja gerne am liebsten überhaupt nicht mehr bewegen.
Ja, toll, das wird wieder nichts. Wenn wir jetzt nach vorne gehen, hüpft der hüpft wieder hier hin. So. Das Wecker piept. Der springt jetzt gleich hier hin. Er kann es. Er kann es. Das ist gemein. Das ist total gemein, dass er das kann und wir nicht. Na toll. Ma. Da oben wäre eigentlich auch gut. Aber dass der seitlich springen kann, ja, das ist... auf, ich halte die mal jetzt nah aneinander. Soll ich den jetzt nach oben schicken? Ja, ne? Nix da. Wo kann der denn jetzt alles hin? Der kann nur, ja, dahin und hier. Boah, pass auf, dann drehe ich den jetzt einfach mal. So. Der hüpft jetzt gleich einfach wieder. Der macht jetzt nicht... Der macht das, was ich gedacht habe. Ich müsste mich gerade hier ein bisschen konzentrieren. Da. Ist richtig. Ah, er ist doch... Der veräppelt einen hier. Der hüpft doch gleich wieder... Ja gut, damit kann ich jetzt nichts anfangen. Den muss ich drehen oder nach vorne halt. Wenn ich den jetzt nach vorne mache, was ich... Oh, guck mal an. Nach da. Nach da. Nach da. Der hüpft gleich mit dahin. Wieso darf der denn auf der Stelle bleiben? Und wir dürfen uns nicht bewegen? Ah, wir haben ihn. Wir haben ihn. Nein, den muss ich erstmal drehen. Wenn ich den jetzt nach oben mache, geht er hier hin. Ja, perfekt. Perfekt. Er kann da nicht weg. Und zack. Yeah. Yeah! La 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 la. Yeah, boah, geil. Und? Meinst du, es könnte meine Chancen bei Goal verringern, dass ich einen Teil von ihr mit Torpedos zum Kentern gebracht habe? Normalerweise würde man so denken. Ja, immerhin ist sie zur Hälfte ein Drittel deiner Freundin. Oder wie auch immer ihr eure Beziehung nennt. Wahrscheinlich müsste man ein neues Wort erfinden. Verwechslungsdramödie. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Na gut, Wasserhahn. Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich nicht. Oder den Abwasch machen? Träum weiter. Dann willst du dir also die Hände waschen. Jetzt hör aber mal auf. Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen, dass dieser Wasserhahn einen tatsächlichen Nutzen hat? Entschuldigung. Ja, ist ja schon okay. Ach, guck mal, Verschlag. Jetzt geht's. Vorhin ging's nicht. Nein, da war das noch zu uninteressant. Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Wow. Und ich dachte, es sei mein alter Taucheranzug. Ich bezahle dich ja auch nicht fürs Denken. Du bezahlst mich eigentlich für gar nichts. Was Denken mit einschließt. So, passt auf. Wir machen jetzt erstmal Schluss. Bevor wir hier irgendwie tauchen gehen. Oh, Luke. Pass auf, das machen wir alles beim nächsten Mal. Denn ich muss jetzt... Und ja... Pass auf, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, und ich bin mal gespannt, was dann passiert. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Und bis dahin, macht's gut, euer Tobi. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao.